Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Assassin's Creed hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Und ja, im letzten Part haben wir dann nochmal, wie gesagt, große Erklärung, weil warum keine Parts kam am Wochenende und warum wir hier schon alles aufgedeckt haben und dieses Ereignis nochmal wiederholen, das Attentat. Wie gesagt, gefällt mit der Aufnahme. Wir wiederholen jetzt alles nochmal mit den Nachforschungen und beginnen oder machen hier gleich weiter beim Flaggensammeln und Informantenherausforderungen. Wir brauchen Infos. Von daher. Friede sei mit euch. Ihr wollt sicher Informationen über die Stadt. Jetzt habe ich gerade keine Zeit. Ich muss einige Flaggen finden, die aus unserem Versteck im Nobelviertel von Damaskus entwendet wurden. Aber in dieser Hitze tragen mich meine Beine nicht mehr. Würdet ihr mir helfen? Kommt mit den Flaggen wieder und ich werde euch nach Kräften helfen. Was sind das eigentlich für Noobs, ey? Ja, und hier müssen wir einen guten Anfang finden. Klar, jetzt kommt man hier denken, hier unten die Fahne ist doch ein guter Anfang. Aber was sind das eigentlich für Noobs? Ups. Mit den Flaggen, Ella. Die kriegen auch nicht selbst gebacken. Sind selber Assassinen, aber kriegen nichts gebacken. Ah, da unten ist noch eine Fahne, okay. Ah, ich gehe, glaube ich, jetzt genau den falschen Weg, ne? Ich glaube, ich gehe genau den falschen Weg. Mal gucken, vielleicht kommen wir auch den anderen Weg. Aber hier bin ich das letzte Mal, hier habe ich die letzten eingesammelt. Weil das einfach gut aussah. Aber vielleicht ist es so rum auch gar nicht so scheiße. Ja, das war auf jeden Fall nicht richtig. Ah, das war, glaube ich, einfach nicht richtig, der Weg jetzt. Ich glaube, ich gehe echt voll den falschen Weg gerade. Böse die Bogenschützen immer werden, ne? Wie schnell böse die werden. Oh Gott, ich bin voll den Scheißweg gelaufen gerade. Ich glaube, ich bin richtig den Drecksweg gelaufen. Jetzt muss ich mich für eine Seite entscheiden. Ich mach die erstmal. Ah, hier sieht man wenigstens eine Linie jetzt gerade. Sollte aber dennoch kein Problem sein, die Flaggenmission noch. Weil die Zeit schon knapper wird mit der Zeit. Also es wird, wie gesagt, ich habe euch gesagt, es wird schwerer. Und es wird auch schwerer. Jetzt habe ich den einen da tatsächlich vergessen, ey. Den habe ich nicht gesehen. Sollte mal ein bisschen mehr auf die Map gucken. 5 Flaggen noch, das sollte aber dann doch machbar sein. Ich fliehe vor gar nichts. Ich sammel Flaggen. So. Ja, 2 Minuten würden trotzdem reichen. Wäre zwar sehr knapp, aber oder recht knapp, aber würde dennoch reichen. Trotzdem. Sind 3 Minuten, glaube ich, schon ein okayes Maß, wo ich das natürlich am Anfang kritisiert hatte, aber das erste Mal ist natürlich immer leichter. Von daher, wir sind fertig. Oh, danke. Der Rafik wird sehr froh sein, diese Flaggen wiederzusehen. Ich frage mich, ob euch diese Information nützen könnte. Ich wurde von Abul auf eine seiner Feste eingeladen. Ich bemerkte, dass der Springbrunnen im Zentrum des Palastes leicht zu erklimmen wäre. Nutzt diese Informationen weise. Nun muss ich gehen. Bitte entschuldigt mich. Okay. Man kann auf dem Brunnen in der Mitte des Palasthofs klettern. Okay. Und da ist eine Befragung. Okay, da ist wieder so ein Propagandaschnacker. Okay, das ist tatsächlich ein guter Hinweis. Denn wir haben jetzt schon das Gerüst, falls das dann doch noch irgendwie Schwierigkeiten hat, weil da werden dann wahrscheinlich Wachen sein beim Fest. Aber wir haben auch noch... Ach guck mal, hier hätten wir auch reingehen können durch den Seitengang. Ah ne, hätten wir nicht, weil da ist der Ausgang ist. Aber wir wissen ja nicht, wie das Gerüst bewacht ist. Vielleicht kann dieser Sprengbrunnen tatsächlich Gold wert sein, diese Info. Wie gesagt, wir nehmen natürlich alles mit. Und da ist auch schon der Hassprediger. Niemand ist großzügiger als Abul Nukut. Jede Woche öffnet er seine Tore für das Volk von Damaskus, dass es seine Bürden ablege und sich dem Frohsinn hingebe. Unsere Tage mögen düster sein, aber dank ihm sind unsere Nächte von Licht erfüllt. Der Händlerkönig sorgt für alle und jeden. Er erwartet keinerlei Gegenleistung. Lasset seine Großzügigkeit als Beispiel für uns alle dienen. Wir alle sollten danach streben, so zu sein wie er. Okay. Okay, und wir alle sollten dazu darüber oder dazu streben. Oh Gott, der geht da rein. Oh, da muss ich aber jetzt schnell ticken. Weil da komme ich so ja gar nicht an den Wachen vorbei. Aber wir haben ja unseren Weg und das war doch nice gemacht, oder? Jetzt können wir ihn auch wieder anvisieren. Und jetzt daddeln wir hier oben einfach und folgen einfach in die dunkle Gasse. Wir wollen ihn ja nicht vorher anhauen und wieder zig Schlägertypen am Hals haben. Aber der rennt doch da schon in der Gasse, oder? Da waren wir doch gerade eben. Ja,
Ah, das ist doch perfekt. Hier ist kein Mensch. Attacke. Ja, wir armer Dummer, genau. Wir armer Dummer, was bitte? Hä? Was möchtest du mir sagen, Kollege? Bam. Schöner rechter Haken. Ich rede. Ich habe keine Lust, für ihn zu sterben. Sein Gold ist mein Leben nicht wert. Eine weise Entscheidung. Also, was wollt ihr? Du bist trotzdem still. Ich muss mit dem Händlerkönig sprechen. Ha! Viel Glück! Er verlässt seine Gemächer so gut wie nie. Warum? Hat er Angst? Keine Angst. Hass. Er hasst sich selbst, ebenso wie das Volk, dem er vorgibt zu dienen. Sperrt sich in seinem Quartier ein, vor lauter Scham. Er kann sich nicht ewig verstecken. Nein. Diese Feierlichkeiten. Er kommt heraus, um zu sprechen, um auf das Volk herabzusehen. Für das Gemeinschaftsgefühl, denke ich. Aber nur kurz. Was ist mit ihm, dass er sich derart zurückzieht? Seht selbst. Und nun lasst mich gehen. Euch gehen lassen, damit ihr ihm sagt, wie mein Plan lautet? Ich sage kein Wort. Nein, ihr werdet schweigen. Ja, da, wie gesagt, die Risiken können wir einfach echt nicht eingehen. Der Händlerkönig wird nach draußen treten und während des Fests eine Rede vor seinen Gästen halten, aber er hasst sich und seine Gäste oder sein Volk? Interessant. Und warum er sich so einschließt, sieht selbst. Okay. Also bin ich ja mal gespannt. Ich weiß es natürlich, wie gesagt, für mich ist es ein paar Tage her. Und wie gesagt, leider bin ich am Wochenende nicht zum nochmal spielen gekommen. Da wäre heute schon Part erschienen und das ist nicht gut. Ja, das ist mir nämlich auch das erste Mal passiert und das ist auch jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass wir es sehen. Wenn auch jetzt in Full HD und 60 FPS Höhe. Alter, ihr kann nicht schwimmen. Ja, er kann nicht schwimmen. Geil, und wir sind wieder hier. Von daher sollten wir Wasser meiden. Ah, guck mal, da ist eine Flagge. Wir haben doch gesagt, komm, wenn wir es können, nehmen wir sie mit. Das können wir gerade. Ihr seid hier nicht erwünscht. Die Sarazenenflagge. Okay, wir sind hier nicht erwünscht. Wir werden hier schon wieder angemeckert ohne Ende. Ey. Warum blinkt das noch rot? Der kann uns gar nicht mehr sehen. Ja, es gibt einen Grund. Ich bin Assassiner, ihr Lappen. Und ich bringe den reichsten Mann der Stadt bald um. Da bin ich natürlich voll ins Leere gesprungen und nicht gesehen und hab nicht gesehen, dass da Wasser ist. Aber wie gesagt, das ist mir auch im ersten Run passiert. Das war keinesfalls jetzt hier gewollt. Aber quite the irony. So, jetzt springen wir natürlich nicht ins Wasser, sondern springen hier runter. Es gibt keinen Grund, sich so zu verhalten. Nö, gibt es auch nicht. Du hast absolut recht, es gibt wirklich keinen Grund. Ich mache auch keinen Ärger. Was mag ihn veranlassen, so zu rennen? Ja, was mag mich veranlassen, so zu rennen? Das sieht doch wieder nach... Ah, tatsächlich. Wieder so ein Marktplatz oder so eine Marktstraße. Weiß ich nicht, wie man es nennen möchte. So ein Flohmarkt ähnlich halt einfach. Und wir sollen einen Taschendiebstahl durchführen. Und der ist wahrscheinlich da um die Ecke. Gut, dass ihr gekommen seid. Es ist mir eine Ehre. Was benötigt ihr? Der Brief, den ich euch gab, muss in Salah al-Dins Lager gebracht werden. Sucht nach dem, den sie Hisham nennen. Er wird euch helfen. Aber erzählt keinem anderen davon. Niemand wird es erfahren. Dann ist unser Gespräch beendet. Auch das habe ich erklärt. Ja, wenn ihr euch wundert, ja, genau, das war die Stimme von Malik. Ist einfach so, dass im Deutschen mehrere, oder ja, die Synchronsprecher mehrere Leute auch einfach gesprochen haben. Den müssen wir jetzt bestehlen. Den bestehen wir. Wichtige Infos. Brief, der besagt, dass der Händlerkönig in seinem Palast ein Fest abhält. Ups! Ich habe tatsächlich die Wache angerempelt. Und wie wir wissen, wenn wir die Wache anrempeln, gibt's Stress. Ah ja, machen wir mal ein kleines Kämpfchen. Um ein bisschen Pfeffer reinzubringen. Bam! Wollt ihr euch immer noch mit mir anlegen? Okay. Ja, habe ich auch. Oder die wollen mich ja auch umbringen. Wie, lasst mich leben? Ihr haut alle drei ab? Ne. Einen nehme ich auf jeden Fall noch mit. Wie sie zu dritt abhauen? Und den nehme ich auch noch mit. Greifen mich erst an, weil ich sie versehentlich anrempel und jetzt... Weißt du, jetzt sind sie hier am... Lass mich leben, Mama. Im Konter läuft gut gerade. Geschmeidig. Ja, kann man nicht meckern gerade, wirklich. Ja, rede mal ein bisschen weniger, dann kannst du auch besser kontern. Wie, bleib weg von mir? Auch du willst wieder abhauen? Ja.
Ups, was ist hier geschehen? Da ist doch schon wieder eine Wache, die mich dann angreift, oder? Ja. Gut, das wird eskalieren. Hier kommen einfach immer zu viele Leute. Ich renne einfach zur nächsten Informanten raus und versuche, die dabei abzuschütteln. Ja, ja, euch hole ich mir. Sehe ich ja, wie ihr mich holt. Ab auf die Bank. Und dann lauft ihr an mir vorbei. Siehst du? Mensch. Ja, versteck dich nur. Ja, tu ich auch. Siehst du, ich sitze hier auf der Bank. Kacknoob. Wisst ihr was? Ach, vor einer anderen Wache ist schlecht. Weißt du was? Er wollte mich auch killen, ne? Er wollte mich killen, ne? So. Ich habe ihn nur umarmt. Ich war das nicht. Hab den nur umarmt. Gehen die beiden da jetzt hin? Ja, die beiden gehen da tatsächlich hin, die sich unterhalten haben. Gut, dann gehen wir noch zum letzten. Zur letzten Nachforschung, zur letzten Informantenherausforderung. Und das sieht nach Attentat aus. Und wir wissen, wow, Attentate. Toll. Altair, mein Freund und Bruder, es ist so lange her. Habt ihr von Ada gehört, seit sie fort ist? Nein? Wie traurig. Sicher werdet ihr sie eines Tages finden. Ich hörte, dass eine Feder auf Abul Nukuts Kopf liegt. Vielleicht kann ich helfen. Aber ich habe selber einen Auftrag. Ich habe 4 Ziele, die ich vor Mittag eliminieren muss. Sollen wir zusammenarbeiten wie früher? 2 für mich, 2 für euch? Es sind Abul Nukuts persönliche Wachen. Ihr werdet sie schnell erspähen. Okay. Heimlich die Ziele eliminieren, aber diesmal mit Zeit. Das hatten wir jetzt nicht so oft, ne? Eigentlich hatten wir es immer ohne Zeit. Ups. Glaubst du, es kümmert deinen Gott, was mit dir geschieht? Wo ist... Ich brauche Hilfe! Scheiße, dem kann ich gerade nicht helfen. Weil ich darf nicht... Ich darf nicht meinen anonymen Status verlieren. Ah, der ist hier tatsächlich in diesem Marktpalast, in dieser Marktstraße der eine. Oh, mit Zeit ist echt kacke, ey, ne? Aber auch das wusste ich, aber trotzdem ist das kacke, habe ich damals auch gesagt. Das erste Mal, dass wir das mit Zeit haben. Oh, jetzt kommt da so eine blöde Bettlerin, ey. Nervt mich gerade. So, da. Da ist die erste Wache, okay. Ich stehe jetzt da, wo Wachen stehen. Riskieren wir es? Ja. Ah, fuck. Ja, okay. Ich hab's riskiert, hab's aber gefailt. Hätte ich nicht riskieren sollen, war dumm. Oh. Ja, hier direkt jetzt vor dem Informanten Wachen zu töten, ist glaube ich auch nicht clever. Oh Gott, und dann auch noch so viele Wachen. So weit. Das ist nicht clever gerade. Och, die Behinderten wieder, ey. Wieder die Behinderten. Komm, kletter doch jetzt die Leiter. Ach, du nimmst da echt mit dem Stein runter, ey, die Lutscher. Oh, das war nice. Okay, das war nice, den da in die ganzen Wachen zu werfen. Das war ungewollt, aber nice. Oh, Pfeil und Bogen. Okay. Lutsch mir doch die Eier mit deinem Pfeil und Bogen. So. So, jetzt sind die alle hier oben, ne? Schon eine Bank? Ja. Irgendwo kann man jetzt hier anonym werden, doch auf dem Boden, oder? Komm schon. Komm schon. Da ist eine Bank, sehr schön. Folgen die mir noch? Echt? Tatsache. Ich hoffe, die eine Leiche ist ja jetzt despawned. Ja, rennt mal dahin, wo ich eh nicht hinkomme. Finde ich gut. Ich hoffe, die Leiche da beim Informanten ist jetzt despawned. Also wir wissen, wir dürfen die Ziele nicht doch nicht direkt vor Wachen killen. Ja, die Leiche ist despawned, sehr schön. Ups, hallo. Und Informanten raus. Natürlich fällig jetzt hier. Wie gesagt, ich habe es im ersten... Oder im ersten Run habe ich es tatsächlich komplett ohne Fehler geschafft. Alle Nachforschungen ohne Fehler, komplett durch. Das war schon fast zu glatt. Lief schon fast zu gut, aber ist okay. So. Wo läuft er hin? Da ist auch eine Wache, das wäre nicht gut. Er steht da jetzt am Marktstand.
Meint ihr, die Wache merkt das, wenn ich ihn jetzt umarme? Hoffe nicht. Nein. Hat sie nicht. Wenn es nicht direkt vor ihren Augen ist, merken sie es tatsächlich nicht. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nicht. Sie haben mir zwar entdeckt, aber ja, gut. Den nehmen wir jetzt auch noch mit. Der steht da ja auch gut gerade. Den kuscheln wir auch noch. Ups. Und schnell weg da aber. Sehr schön. Das lief. Genauso lief es beim ersten Mal tatsächlich ab. Klar, ihr würdet jetzt sagen, ja, Junge, jetzt sind ich so ein Blödsinn. Aber genauso lief es tatsächlich ab. Jetzt wäre ich fast gegen die Wache gelaufen. Aber unter eine Minute sogar noch. Das ist, glaube ich, noch besser als vorher, oder? Weiß ich gar nicht. War das großartig. Genau wie in Aleppo, erinnert ihr euch? Hier ist etwas, das eine der Leibwachen des Wesirs bei sich trug. Ich glaube, es ist eine Karte mit den Positionen seiner Wachen. Sicher wird das bei eurer Mission helfen. Wenn ihr wieder in Damaskus seid, kommt mich besuchen. Meine Tür steht euch immer offen. Friede sei mit euch, mein Freund. Okay. Nice. Huch. So, ab zurück zum Büro, zum Rafik. Wir haben alles beendet, alle Nachforschungen. Eine Karte, die zeigt... Ich hab's gar nicht vorgelesen, scheiße. Moment. Zugehört habe ich auch nicht wirklich. Brunnen, ja. Einige Diener sprechen von einem vergessenen Gerüst, ja. Eine Karte, die zeigt, wo der Händlerkönig seine Wachen postiert hat. Das wird sich sicher als nützlich erweisen. Okay. Bin ja mal sehr gespannt. Also, was mir halt suspekt vorkommt, ist, er hasst sich und sein Volk. Und veranstaltet große Feste. Oder jetzt hier ein großes Fest. Ich weiß nicht, ob er sonst immer große Feste veranstaltet, aber er veranstaltet jetzt hier ein großes Fest. Bin erstmal gespannt, wie wir da überhaupt reinkommen. Wie gesagt, wir haben ja das Gebäude schon gesehen, wahrscheinlich, wo es hingeht. Aber erstmal sprechen wir mit dem Rafik, ob der zufrieden ist mit unserer Nachforschung und ob wir das Attentat durchführen dürfen. Friede sei mit euch. Wie kann ich euch dienen? Ich habe alles erfahren, was ich über mein Opfer wissen muss. Dann müsst ihr euer Wissen mit mir teilen. Abul Nukut ist korrupt und verachtet seine Mitbürger. Er hat wohl Gelder veruntreut, die für das Volk von Damaskus bestimmt waren und sie für sich selbst verwendet. Just in diesem Moment protzt er mit seiner Gier und bereitet ein ausschweifendes Fest vor. Seine Wachen und Diener werden mit den Gästen beschäftigt sein und nicht einmal merken, dass ich dort bin. Sehr beeindruckend, mein Freund. Die anderen sagten, ihr würdet es verderben, aber nicht ich. Nein, ich war sicher, dass ihr zu ihm durchdringen würdet. Und das seid ihr. Meine Gemächer sind die euren, bis ihr bereit seid zuzuschlagen. Okay. Das hat gereicht, wir nehmen die Feder und machen uns gleich auf den Weg zur Abul Nukut, würde ich sagen. Und wo findet das Attentat statt? Bei dem großen Gebäude unten links auf der Karte? Natürlich. Also haben wir es tatsächlich doch schon gesehen. Was ich aber nochmal versuchen wollte jetzt hier, ich wollte die Bürgerrettungsmission, genau, die wollte ich mal machen. Ich wollte gucken, ob das ein Gelehrter ist, den wir da retten müssen. Weil das wäre sehr hilfreich, um das Gebäude zu kommen, in das sehr gut bewachte Gebäude tatsächlich. Und da ist wieder, ach, das da haut mich da von der Wand, ne? Ach, ich würde so gerne. Ich weiß, wir sind Assassine, aber Leute, tut mir leid. Ich weiß, ich habe es tatsächlich im ersten Run auch mal gemacht. Ich habe einen von denen umgebracht. Ich weiß, Zivilisten dürfen wir nicht töten, dann verlieren wir Leben. Aber tut mir leid. Es nervt. Es nervt wirklich. Es, Templer. Da ist ein Templer. Grüße dich. Wir haben uns auch gleich entdeckt. Witcher. 8 von 60 Templer eliminiert. Hä, ihr habt doch gesehen, der hat mich zuerst angegriffen. So. Die Bürgerrettungsmission, wo ist sie? Oh! 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 Nein! Oh nein, ich hab's verkackt! Liebe Freunde, wir sind schon drin! Ich komme nicht mehr raus! Moment! Okay, ich wollte aber noch einen kleinen Cut machen. Von daher, bevor wir das Attentat durchführen, machen wir jetzt hier einen kleinen Cut. Status Attentat auf Abul Nukut, der reichste Mann von Damaskus, der Händlerkönig. Wir wollen ihn killen im nächsten Part. Ich wollte einen kleinen Cut machen. Ich wollte eigentlich noch wirklich jetzt zu der Bürgerrettungsmission, aber dass wir da jetzt schon reinkommen, tut mir leid. Trotzdem, wie gesagt, kleiner Cut jetzt noch hier. Für euch geht's morgen weiter. Für mich gleich sofort mit dem nächsten Attentat. Ich hoffe, ihr seid dann morgen wieder dabei. Habt einen schönen Resttag.
lasst eine Bewertung da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.